Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 31 und es geht um Diffeomorphismen. Ja, zur Motivation möchten wir uns folgende Situation ansehen. Wir haben zwei Mengen, U und V. Und wir haben eine Bijektion, die U bijektiv auf V abbildet und dann haben wir automatisch auch eine Bijektion, nämlich die Umkehrabbildung, die dann V bijektiv auf U abbildet. Und wir möchten die Umkehrabbildung hier mit Psi bezeichnen, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Ja, wenn wir jetzt eine Funktion auf V definiert haben, eine reellwertige Funktion, ich nenne die jetzt mal hier F, dann können wir durch Verknüpfung mit Phi eine Funktion auf U definieren, die ich hier mit f tilde bezeichne. Ja, wir können nochmal überprüfen, ob das stimmt. Wenn wir einen Punkt x hier aus u haben, dann wird er auf dem Bildpunkt in v abgebildet und dann können wir f anwenden. Und andererseits, wenn wir eine Funktion f tilde auf u definiert haben, dann können wir durch Verknüpfung mit psi, mit der Umkehrabbildung, eine Funktion auf v definieren. Und diese Funktion f und f tilde, die einmal auf v und auf u definiert sind, die tragen sozusagen die gleiche Information, weil eben u und v bijektiv sind, weil eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen existiert. In diesem Sinne kann man dieses phi oder dieses psi eben als eine Transformation verstehen. Und jetzt ist es oft so, dass man gern unter dieser Transformation gewisse Eigenschaften erhalten möchte. Und die erste Eigenschaft, die man vielleicht erhalten möchte, ist die Stetigkeit. Dazu nehmen wir mal an, dass U und V Teilmengen von metrischen Räumen sind, sodass wir über stetige Funktionen auf U und V sprechen können. Und was wir eben möchten, ist, dass für alle Funktionen F, die auf V definiert sind, Folgendes gilt, dieses f soll stetig sein, genau dann, wenn f tilde stetig ist. Wobei mit f tilde immer diese transformierte Funktion gemeint ist. Und die ist ja dann auf u definiert. Ja, wann ist denn sowas erfüllt? Nun, man kann ein bisschen drüber nachdenken und man stellt dann fest, für beliebige Funktionen gilt diese Äquivalenz, nämlich dass f stetig ist, genau dann, wenn f tilde stetig ist, genau dann, wenn dieses Phi und die Umkehrbildung Psi stetige Transformationen sind, stetige Bijektionen sind. Und solche Abbildungen nennt man dann Homeomorphismen. Ne? Wir erinnern daran, eine bijektive Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen heißt ein Homeomorphismus, wenn die Abbildung stetig ist und die Umkehrbildung auch stetig ist. Ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir möchten jetzt annehmen, dass U und V offene Teilmengen des Rn sind und wir möchten dann, dass die stetige Differenzierbarkeit erhalten bleibt. Das heißt, wir möchten, dass F stetig differenzierbar ist, genau dann, wenn F tilde stetig differenzierbar ist. Und dann stellt man fest, das ist genau dann der Fall, wenn Phi nicht nur ein Homeomorphismus ist, sondern wenn sowohl Phi als auch Psi stetig differenzierbar sind. Denn dann folgt die Differenzierbarkeit von f oder von f tilde, je nachdem, auf welcher Seite man startet bei dieser Äquivalenz. Dann folgt die Differenzierbarkeit, die stetige Differenzierbarkeit aus der Kettenregel. Ja, solche Transformationen phi nennt man nun Diffeomorphismen. Das ist der zentrale Begriff in diesem Kapitel. Schauen wir es uns nochmal langsam an. UV sind zwei offene Mengen des Rn. Wir betrachten eine Abbildung, die U bijektiv nach V abbildet. Und wir nehmen an, dass sowohl Phi als auch Phi invers stetig differenzierbar sind. Und in diesem Fall nennen wir dann Phi einen Diffeomorphismus oder eine Koordinatentransformation. Da stetige Differenzierbarkeit ja insbesondere impliziert, dass die Funktionen stetig sind, ist ein Diffeomorphismus immer auch ein Homeomorphismus. Ja, schauen wir uns eine Reihe von Beispielen an.
Der einfachste Diffeomorphismus ist die Identität auf Rn. Die Identität ist diese Abbildung, die bildet x auf sich selbst ab. Und das ist natürlich eine Bijektion. Die Umkehrbildung ist nämlich die Identität wieder selber. Und wenn wir die Ableitung der Identität ansehen, dann ist es auch die Identitätsabbildung. So, dann das nächste einfache Beispiel für einen Diffeomorphismus ist diese Abbildung, die Sie hier sehen. Diese sortiert einfach die Koordinaten um. Wie muss man das lesen? Hier ist Pi eine Permutation, die nimmt einen Index zwischen 1 und n und bildet die bijektiv auf einen anderen Index zwischen 1 und n ab. Und diese Abbildung Phi nimmt nun einen Vektor x und bildet diesen Vektor x auf einen neuen Vektor ab. Und was die Abbildung macht, die vertauscht einfach die Einträge in dem Vektor gemäß dieser Permutation Pi. Wenn man sich das bildlich klar machen möchte, kann man sich vielleicht Folgendes vorstellen. Man hat ein Koordinatensystem, zum Beispiel in drei Dimensionen, das vielleicht so aussieht, und mit Hilfe dieser Koordinatentransformation Phi bildet man dieses Koordinatensystem auf 1 ab, wo die Reihenfolge der Koordinaten eben geändert ist. Zum Beispiel könnte hier x2 und x1 vertauscht sein. Und das würde der Situation entsprechen, wenn Pi eben die 1 auf die 2 abbildet, die 2 auf die 1 und die 3 auf die 3. Ja, affine Koordinatentransformationen sind auch ein einfaches Beispiel für einen Diffeomorphismus. Darunter verstehen wir affine Abbildung dieser Form. Damit es Sinn macht, muss hier A eine n-Kreuz-n-Matrix sein und C ein Vektor sein. Diese Addition mit dem Vektor C ist eine Translation des Punktes und hier wird das Koordinatensystem transformiert. Ja, und so eine affine Abbildung ist eben eine invertierbare Transformation, genau dann, wenn diese Matrix A invertierbar ist. Dann kann man die Umkehrabbildung explizit angeben, das ist hier geschehen. Und affine Abbildungen sind immer differenzierbar, auch stetig differenzierbar. Und die Ableitung ist gerade die lineare Abbildung mit Darstellungsmatrix A. Und dementsprechend ist die Ableitung der Umkehrfunktion gerade die lineare Abbildung mit Darstellungsmatrix A invers. Ja, und man kann zeigen, dass eine stetig differenzierbare Funktion Phi von Rn nach Rn, das sollte hier ein n sein, genau dann eine affine Koordinatentransformation ist, wenn die Ableitung von Phi gar nicht vom Punkt x abhängt und die Ableitung invertierbar ist. Ja, das nächste Beispiel ist ein bisschen interessanter. Das sind die Polarkoordinaten in der Ebene. Hier ist die Transformation Phi wie folgt definiert. Die hängt von zwei Parametern ab, einem Radius und einem Winkel. Und die bildet so ein Paar, bestehend aus dem Radius und dem Winkel, eben auf dem entsprechenden Punkt im R2 ab, so wie es hier eingezeichnet ist. Man bildet erstmal die Gerade durch einen Ursprung, die den Winkel Alpha zur x1-Achse einnimmt, so wie hier eingezeichnet, und dann geht man in positive Richtung eben ein Stück weit der Länge R entlang und erhält dann den Bildpunkt von Phi an der Stelle R Alpha. Und diese Abbildung, das kann man sich aus der geometrischen Konstruktion hier klar machen, ist eine Bijektion, wenn man den Wertebereich entsprechend einschränkt. Was ist das hier? Das ist der R2 ohne die positive reelle Achse. Ja, und man nennt dann das Paar R Alpha die Polarkoordinaten des Punktes x. Schauen wir mal nach x hin, das ist also x an der Stelle R Alpha. Und man kann sich dann schnell klar machen, wenn man einen beliebigen Punkt x aus dem R2 rausnimmt, der nicht gerade der Ursprung ist, dann
hat der Polarkoordinaten mit einem Radius r, welcher gerade durch die euklidische Norm des Punktes gegeben ist. Ja, hier sehen Sie die analytische Definition nochmal von Phi. Man sieht, dass diese Abbildung stetig differenzierbar ist. Wie gesagt, die Bijektion folgt aus der Konstruktion. Und was man hier jetzt nicht so einfach sieht, ist, dass die Umkehrabbildung auch stetig differenzierbar ist. Man könnte jetzt hier einfach händisch sozusagen die Umkehrabbildung ausrechnen und dann von der Umkehrabbildung die stetige Differenzierbarkeit untersuchen. Was wir machen werden, ist ein anderer Zugang. Wir werden einen allgemeinen Satz im Laufe dieses Lernvideos beweisen, der uns dann erlaubt, ohne diese explizite Rechnung zu folgern, dass dieses Phi, die Polarkoordinaten, eben eine Umkehrabbildung haben, die stetig differenzierbar sind. Und nachdem das dann gezeigt ist, stellt man fest, dass dieses Phi dann tatsächlich ein Diffeomorphismus ist. Ja, die Verallgemeinerung der Polarkoordinaten auf den R3 sind die Kugelkoordinaten. Die hängen von drei Parametern ab, einem Radius und zwei Winkeln. Winkel heißen hier Alpha und Beta und die sind hier in dem Diagramm so eingezeichnet. Das R ist wieder ein Radius und Alpha und Beta sind dann entsprechende Winkel. Hier sehen Sie die analytische Definition. Und man nennt dann R Alpha Beta die Kugelkoordinaten eines Punktes X, wenn eben Phi dieses R Alpha Beta auf dem Punkt X abbildet. Und man kann auch wieder direkt an der Konstruktion sehen, dass diese Abbildung eben eine Bijektion ist. Man sieht auch an der Definition hier, dass diese Abbildung stetig differenzierbar ist. Und die stetige Differenzierbarkeit der Umkehrabbildung, die wird eben aus dem allgemeinen Satz folgen, den wir in Kürze angeben werden. Ja, ein anderes Beispiel sind die Zylinderkoordinaten im R3. Die Zylinderkoordinaten hängen auch von drei Parametern ab, einem Radius, einem Winkel und einer Höhe z. Und die Definition sehen Sie hier. Hier ist die geometrische Visualisierung. Hier sehen Sie, dass R wieder die Bedeutung eines Radius hat, Z hat die Bedeutung einer Höhe und Alpha hat die Bedeutung eines Winkels. Und um diese Koordinaten gut zu verstehen, könnten Sie zum Beispiel sich mal überlegen, was passiert, wenn Sie einen Winkel Alpha festhalten und einen Radius R festhalten und nur Z variieren. Nun, dann bewegen Sie sich auf einer Geraden, die parallel liegt zur x3-Achse. Und einen Abstand zu der hat, der durch R gegeben ist. Und in der Ebene liegt die hier eben hier so schraffiert eingezeichnet ist. Andererseits, wenn Sie R festhalten und Z festhalten und dann Alpha variieren, zum Beispiel von 0 bis 2 Pi laufen lassen, dann erhalten Sie eben eine Kreislinie in einer Ebene, die parallel liegt zur x1- und x2-Achse. Auch hier ist es wieder so, dass man sehr einfach sehen kann, dass diese Abbildung bijektiv ist, wenn man eine Halbebene aus dem R3 entfernt. Und man sieht auch, dass die Abbildung stetig differenzierbar ist. Und die stetige Differenzierbarkeit der Umkehrabbildung wird wieder aus dem allgemeinen Satz folgen, den wir gleich uns ansehen werden. Ja, wofür braucht man nun diese Koordinatentransformation? Nun ist es so, dass es häufig der Fall sein wird, dass gewisse Größen sich sehr einfach aufschreiben lassen, wenn man die geeigneten Koordinaten wählt. Und wir möchten das an zwei Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel ist aus der Physik. Da schauen wir uns ein Gravitationspotential eines radialsymmetrischen Körpers an und wir nehmen an, dass dieser Körper eben im Ursprung liegt unseres Koordinatensystems. Und in diesem Fall ist das Gravitationspotential ein Skalarfeld, das in Kugelkoordinaten so aussieht. Das ist einfach minus 1 durch R. Und es hängt nicht von den beiden Winkeln Alpha und Beta ab. Ja, so ist es ganz einfach hinzuschreiben.
Wenn man aber damit dann in Modelle gehen möchte, zum Beispiel eine gewöhnliche Differentialgleichung für die Bewegungsgleichung aufschreiben möchte oder andere Untersuchungen anstellt, dann ist es oft erforderlich, dass man das Gravitationspotenzial nicht in Kugelkoordinaten hinschreibt, sondern in euklidischen Koordinaten. Und das kann man nun einfach machen. Man muss nur dieses Skalarfeld in Kugelkoordinaten verknüpfen mit der Umkehrbildung zu dem Diffeomorphismus Phi, der eben zu diesen Kugelkoordinaten gehört. Und auf diese Art und Weise erhält man dann ein Skalarfeld, das auf dem R3 definiert ist. Nicht ganz auf dem R3, wir hatten ja dort so eine Halbebene herausgeschnitten. Aber wenn wir annehmen, dass U eben stetig sein soll auf der Menge R3 ohne 0, dann wird hierdurch durch diese Vorschriften ein eindeutiges Skalarfeld erzeugt. Und das ist dann das Gravitationspotenzial ausgedrückt in euklidischen Koordinaten. Ja, schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Hier betrachten wir ein Skalarfeld auf R2. Das ist hier definiert. Zumindest für xy ungleich 0 und für xy gleich 0 soll dieses Skalarfeld gleich 0 sein. Also wir schauen uns die stetige Fortsetzung an dieses Skalarfeldes. Und dann sieht man, ja, dieser Ausdruck hier ist relativ kompliziert. Da kommt die euklidische Norm vor des Vektors mit Komponenten xy. Da kommt der Kosinus vor, die Umkehrfunktion des Kosinus. Und wenn man hier so drauf schaut, dann ist erstmal gar nicht klar, wie sich denn dieses Skalarfeld qualitativ verhält. Andererseits stellt sich heraus, dass dieses Skalarfeld in Polarkoordinaten eine sehr einfache Form hat. Nämlich in Polarkoordinaten ist dieses Skalarfeld einfach hierdurch beschrieben. Das ist Wurzel ra vom Radius mal 1 plus Cosinus c mal Alpha. Und damit haben wir ein sehr gutes Verständnis schon, wie sich dieses Skalarfeld denn verhält. Beispielsweise, wenn wir, ich male mal ein Koordinatensystem auf, das sei hier die x-Achse, das sei jetzt hier die y-Achse. Wenn wir uns entlang eines Strahles bewegen, zum Beispiel entlang eines solchen Strahles, dann bedeutet das, dass hier das Alpha, dieser Winkel, eben konstant ist und wir nur den Abstand zum Ursprung ändern, also das r. Und das bedeutet, dass hier halt irgendeine Konstante rauskommt und dann die Funktion, wenn wir uns von hier in diese Richtung bewegen, eben mit dem Wurzel des Abstandes zum Ursprung dann eben wächst. Andererseits, wenn wir einen Radius festhalten und das Alpha verändern, dann durchlaufen wir eben so eine Kreislinie. Und eine ganze Umrundung bedeutet, dass wir den Winkel Alpha von 0 bis 2 Pi schicken. Und jetzt haben wir hier den Faktor 10. Das bedeutet, dass wir 10 mal die Periode vom Kosinus durchlaufen. Das heißt, es wird hier eben 10 mal auf und ab gehen entlang dieses Pfades. Und in der Tat ist es tatsächlich so. Hier sehen Sie den Funktionsgraphen mal geplottet in GeoGebra und da sehen Sie, dass es halt dieses Auf und Ab gibt, Auf und Ab gibt, wenn wir entlang der Kreislinie laufen. Andererseits entlang dieser Strahlen haben wir eben dieses Verhalten mit der Wurzel. Okay, das ist ein Beispiel, ein akademisches Beispiel für ein Skalarfeld, das in Polarkoordinaten sehr einfach zu verstehen ist, aber in euklidischen Koordinaten nicht. Wenn man sich das jetzt nun ansieht und man sich die Frage stellt, was ist denn der Gradient von f in den euklidischen Koordinaten, dann wird man sehen, dass es ziemlich schwierig sein wird, hier die partiellen Ableitungen nach x und y auszurechnen. Auf der anderen Seite ist bei diesem Skalarfeld es sehr einfach, die partiellen Ableitungen nach r und alpha auszurechnen, weil dieser Ausdruck hier so schön faktorisiert beispielsweise. Und jetzt stellt man aber fest, aufgrund der Beziehung zwischen f-Tilde und f
Und in dieser Beziehung kommt eben die Transformation vor von Polarkoordinaten in euklidische Koordinaten. Aufgrund dieser Beziehung und mit Hilfe der Kettenregel stellt man eben fest, dass man den Gradienten von f tilde mit dem Gradienten von f in Beziehung bringen kann. Und das ist eben hier passiert. Und man kann auch, wenn man jetzt f tilde aufschreibt, als, besser gesagt, f aufschreibt als die Verknüpfung von f tilde mit der Umkehrbildung der Koordinatentransformation phi, dann stellt man fest, dass aus der Kettenregel eben folgt, dass der Gradient von f sich schreiben lässt als das Matrix-Vektorprodukt, wobei die Matrix durch die Jacobi-Matrix der Umkehrabbildung gegeben ist, also die Jacobi-Matrix von Psi, mal den Gradienten von f tilde. Und der Gradient ist eben der Vektor, der diese Einträge hat, die Ableitung, die partielle Ableitung nach R und nach Alpha. Und auf diese Art und Weise kann man jetzt sehr einfach den Gradienten von f ausrechnen, falls man die Jacobi-Matrix der Umkehrabbildung kennt. Und das führt uns nun auf einen weiteren Punkt. Um diese Matrix hier zu berechnen, die Jacobi-Matrix der Umkehrabbildung, müssen wir dafür die Umkehrabbildung tatsächlich von Phi aufstellen? Und die Antwort ist, nein, das muss man nicht. Und das ist der Inhalt dieses Lemmas hier. Dieses Lemma sagt Folgendes: Wenn wir eine Abbildung Phi haben, die ein differenzierbarer Homeomorphismus ist von U nach V, UV sind offene Mengen, und wenn wir die Umkehrabbildung mit Psi bezeichnen und wir annehmen, dass diese in dem Punkt Y differenzierbar ist, was insbesondere für alle Punkte der Fall ist, wenn wir einen Diffeomorphismus haben, dann können wir was über die Ableitung von Psi im Punkt Y sagen. Nämlich die Ableitung ist dann gerade die Umkehrabbildung der Ableitung von Phi an der Stelle X, wobei X und Y eben hierdurch im Zusammenhang stehen und eindeutig bestimmt sind. Also was bedeutet das? D Psi war ja eine lineare Abbildung vom Rn nach Rn. D Phi war auch eine lineare Abbildung vom Rn nach Rn. Und hier steckt insbesondere auch die Aussage drin, dass diese linearen Abbildungen invertierbar sind und das Inverse von D Phi X ist eben dann die Ableitung von Psi im Punkt Y. So in typischer Weise, wenn wir diese Ableitung aufstellen möchten, dann werden wir immer diese linearen Abbildungen über die Darstellungsmatrizen charakterisieren oder darstellen eben. Und die Darstellungsmatrizen dieser Ableitung sind ja die Jacobi-Matrizen. Und wenn wir das auf der Ebene der Jacobi-Matrizen formulieren, dann heißt das, die Jacobi-Matrix von Psi ist gerade die inverse Matrix, das Inverse der Jacobi-Matrix von Phi. Und dieses Phi, das haben wir typischerweise gegeben. Dann können wir die partiellen Ableitungen von Phi ausrechnen, die Jacobi-Matrix aufstellen und dann müssen wir diese Matrix nur invertieren und erhalten auf diese Art und Weise eben die Jacobi-Matrix der Umkehrabbildung. Wir werden dieses Lemma hier jetzt nicht beweisen, sondern im nächsten Lernvideo. Und wir möchten uns jetzt lieber noch ein paar weitere Eigenschaften von Diffeomorphismen ansehen. Ja, der nächste Satz beschäftigt sich mit der Frage, wann denn ein stetig differenzierbarer Homeomorphismus denn schon ein Diffeomorphismus ist. Und die Aussage ist folgende: Wenn wir also einen Homeomorphismus haben zwischen zwei offenen Mengen U und V und Phi stetig differenzierbar ist, und das ist jetzt die wichtige neue Bedingung, für alle Punkte X soll die Jacobi-Matrix invertierbar sein, dann folgt schon, dass die Umkehrabbildung stetig differenzierbar ist. Und das bedeutet, dann ist eben Phi ein Diffeomorphismus tatsächlich. Auch diesen Satz werden wir hier jetzt nicht beweisen, sondern im nächsten Lernvideo. Ja, jetzt kann man sich noch die Frage stellen, können wir diese Voraussetzung dieses Satzes noch weiter reduzieren? Und eine Beobachtung ist, dass man das im eindimensionalen Fall eben kann.
Nämlich im eindimensionalen Fall geht Folgendes: Wenn wir also eine Funktion phi haben auf einem offenen Intervall, die nach R abbildet und dieses phi stetig differenzierbar ist und die Ableitung invertierbar ist, also ungleich Null ist, das ist ja das Äquivalente im eindimensionalen, und zwar für alle Punkte x aus dem Intervall, dann wissen wir schon mehr, dann wissen wir nämlich, dass phi schon ein Diffeomorphismus ist, insofern wir den Wertebereich eben geeignet einschränken, sodass wir eine surjektive Abbildung bekommen. Und das ist auch relativ einfach zu sehen, diese Implikation, denn wenn wir stetig differenzierbar sind und die Ableitung in allen Punkten von 0 verschieden ist, dann muss die Ableitung schon strikt positiv oder strikt negativ sein, weil unser Definitionsbereich U hier ja ein offenes Intervall ist. Andernfalls würde der Zwischenwertsatz uns einen Punkt liefern, an dem die Ableitung eben 0 ist, und das ist ja hier ausgeschlossen. Das heißt, diese Voraussetzungen implizieren, dass eben phi Strich entweder strikt positiv ist oder strikt negativ ist auf U. Und in beiden Fällen folgt eben, dass dann phi eine streng monotone Funktion ist. Und jetzt wissen wir ja schon bereits aus der Analysis 1, dass streng monotone Funktionen invertierbar sind. Und wenn die streng monotone Funktion noch differenzierbar ist, dann ist auch die Umkehrabbildung differenzierbar. Und so haben wir dann gezeigt, dass phi ein Diffeomorphismus ist. Ja, man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, gilt diese Implikation von hier nach hier auch im Mehrdimensionalen, wenn wir vom R1 nach dem Rn gehen mit n größer 1? Und da ist die Aussage, nein, das gilt nicht. Was nämlich passieren kann, ist, dass die Injektivität verloren geht. Das möchte ich hier an einem kurzen Beispiel visualisieren. Wir machen ein Beispiel im R2. Unser U sei hier dieses Rechteck, und man kann jetzt eine Abbildung finden, die das U eben so verformt, wie Sie es hier sehen. Und da gibt es dann einen Bereich, den ich hier mal rot markiere, und in diesem Bereich hat jeder Bildpunkt zwei Urbilder. Also wenn ich hier einen Punkt markiere in dem Bereich, diesen Punkt in Magenta, dann könnte dieser Punkt zwei Urbilder haben, vielleicht einen Punkt hier und einen Punkt hier. Man kann so eine Abbildung phi hinschreiben, die sehr schöne Eigenschaften hat. Dieses phi, das zu diesem Bild hier gehört, könnte stetig differenzierbar sein, und es könnte so gebaut sein, dass die Jacobi-Matrix von phi überall invertierbar ist, in allen Punkten. Das heißt, dieses phi würde die mehrdimensionale Version dieser Eigenschaften hier tatsächlich erfüllen, aber die Funktion wäre global nicht injektiv, denn es gibt hier Punkte, die zwei Urbilder haben, und damit kann so eine Funktion eben kein Diffeomorphismus sein, so eine Transformation. Was man aber jetzt nun machen kann, ist Folgendes. Man kann zeigen, dass man um jeden Punkt und beispielsweise auch um die kritischen Punkte, die hier gegeben sind, eine kleine offene Menge existiert, sodass, wenn wir phi auf diese offene Menge einschränken, wir tatsächlich einen Diffeomorphismus bekommen. Was passiert, wenn wir phi auf diese Menge einschränken? Das versuche ich mal hier zu visualisieren. Dann wird erstmal diese offene Menge durch phi auf eine Menge hier abgebildet. Die könnte vielleicht so aussehen. Und der Rest würde entfallen. Das kann man hier also löschen. Und damit würden dann auch die überzähligen Urbilder der Punkte in dieser Menge dann nicht mehr existieren, wenn wir hier die Funktion auf diese Menge einschränken, und dann kriegen wir einen Diffeomorphismus. Und was hier passiert ist, nennt man eine Lokalisierung, und das führt dann zum Begriff des lokalen Diffeomorphismus. Ja, und dieser wird hier definiert. Wie ist die Situation? Wir haben eine Menge
im Rn, eine Teilmenge des Rm. Und in dieser Menge liegt ein Punkt P. Und wir möchten uns an die Funktion Phi ansehen, die eben auf U definiert ist und in den Rn abbildet. Und irgendwo wird eben dann der Punkt P mit Phi auf einen Punkt im Rn abgebildet. Und wir möchten jetzt die Funktion Phi lokal um P herum betrachten. Und wir nennen dann, jetzt kommen wir zur Definition, diese Funktion Phi einen lokalen Diffeomorphismus um den Punkt P, wenn es eine offene Menge U tilde von U gibt, die P enthält, also eine offene Umgebung von P existiert. Das ist einfach dann eine offene Menge, die P enthält. Die male ich mal hier ein in Rot. Könnte so aussehen, das ist unser U tilde. Und dieses U tilde wird durch Phi auf eine Menge abgebildet, die eben Phi Pi enthält. In der Definition ist diese Menge mit Phi tilde bezeichnet und wir nehmen an, dass diese Menge eine offene Umgebung ist von Phi Pi. Und wir möchten nun, dass Phi eingeschränkt auf diese rote Menge U tilde mit Wertebereich Phi tilde ein Diffeomorphismus ist. Wenn das der Fall ist, dann nennen wir Phi eben einen lokalen Diffeomorphismus um P. Das ist genau die Situation von dem Beispiel, das wir gerade diskutiert hatten. Ja, und der nächste Satz ist jetzt der zentrale Satz in diesem Kapitel. Das ist nämlich der Satz über den lokalen Diffeomorphismus. Und der Satz startet in einer Situation, in einer mehrdimensionalen Situation, die genau die Voraussetzung sind von dem eindimensionalen Beispiel. Und der Satz sagt nun, dass im Mehrdimensionalen man halt keinen globalen Diffeomorphismus bekommt, sondern nur einen lokalen Diffeomorphismus. Also schauen wir uns den Satz nochmal genauer an. Wir schauen uns eine Menge U des Rn an, Teilmenge des Rn. Diese Menge U soll offen sein und einen Punkt P enthalten. Und wir haben ein Phi, das auf U definiert ist, in Rn abbildet und es soll stetig differenzierbar sein in U. Und was wir jetzt noch möchten, ist, dass die Jacobi-Matrix im Punkt P invertierbar ist. Wann das der Fall ist, dann sagt dieser Satz, dann ist Phi ein lokaler Diffeomorphismus um P. Das bedeutet, wir können dann Phi auf eine kleine offene Umgebung um P herum einschränken und erhalten einen Diffeomorphismus. Das ist also dieser Satz hier und der Beweis des Satzes ist ein bisschen länger, den werden wir im nächsten Lernvideo besprechen. Und der Beweis des Satzes benutzt den Banachschen Fixpunktsatz als wichtige Zutat, um diese Aussage zu beweisen. Mit diesem Satz über lokale Diffeomorphismen können wir jetzt den globalen Umkehrsatz formulieren und beweisen. Der globale Umkehrsatz liefert hinreichende Kriterien für Abbildung Diffeomorphismen zu sein. Und der Satz sagt folgendes, wir haben eine offene Menge im Rn und auf dieser offenen Menge eine stetig differenzierbare Funktion Phi definiert. Und wir nehmen an, dass die Jacobi-Matrix dieser Abbildung in jedem Punkt x invertierbar ist. Dann gelten zwei Aussagen. Die erste Aussage ist der sogenannte Offenheitssatz und diese Aussage ist, dass das Bild von Phi eine offene Teilmenge des Rn ist. Und die zweite Aussage ist jetzt der globale Umkehrsatz und die Aussage ist folgende, wenn wir zusätzlich annehmen, dass Phi injektiv ist,
und uns dann diese Abbildung hier ansehen, wo wir den Wertebereich von Phi eben auf das Bild von Phi eingeschränkt haben, sodass wir automatisch eine surjektive Funktion haben und mit der Bedingung eben dann eine bijektive Funktion, dann ist diese Abbildung schon ein Diffeomorphismus. Das heißt, die Umkehrabbildung ist stetig differenzierbar. Ja, das kann man relativ einfach eben aus den Sätzen, die wir schon formuliert haben, jetzt folgern. Beginnen wir mal mit dem Offenheitssatz. Zunächst einmal sehen wir, da in jedem Punkt x die Jacobi-Matrix invertierbar ist, können wir auch auf jeden Punkt x den Satz über den lokalen Diffeomorphismus anwenden. Und dieser Satz liefert uns dann für jeden Punkt eine offene Umgebung, die ist hier mit Ux bezeichnet, sodass das Bild von Ux unter Phi eben offen ist. Und nun ist es ja so, dass das Bild von Phi trivialerweise gerade die Vereinigung ist dieser Bildmengen, wenn wir über alle Punkte x in U eben vereinigen. Und dann haben wir hier eben eine Vereinigung offener Mengen stehen und die Vereinigung offener Mengen ist wieder eine offene Menge und damit ist der Offenheitssatz gezeigt. Für den zweiten Teil schauen wir uns die Umkehrabildung an von Phi und wir müssen eigentlich nur noch zeigen, dass diese Umkehrabildung stetig ist, denn dann folgt unter diesen Voraussetzungen aus dem Satz 3.8, dass Phi bereits ein Diffeomorphismus ist. Okay, also das ist das, was wir zeigen müssen. Die Umkehrabildung, die hier mit Psi bezeichnet ist, ist stetig. Und welches Kriterium benutzen wir, um die Stetigkeit nachzuweisen? Nun, wir zeigen, dass Psi die Eigenschaft hat, dass Urbildmengen offener Mengen eben wieder offen sind. Das ist eine Charakterisierung der Stetigkeit. Und deshalb nehmen wir uns mal eine offene Menge im Wertebereich von Psi her. Der Wertebereich von Psi ist U, also der Definitionsbereich von Phi. Hier ist mit U' diese offene Teilmenge von U bezeichnet. Und dann schauen wir uns das Urbild von U' unter Psi an. Aufgrund der Tatsache, dass Psi ja die Umkehrfunktion ist von Phi, ist diese Menge nichts anderes als die Bildmenge von U' unter Phi. Aber nach dem Offenheitssatz ist Phi von U' eben offen. Und damit haben wir gezeigt, dass die Urbilder offener Mengen offen sind unter Psi. Und damit ist Psi stetig und wir haben dann, können dann mit Satz 3.8 folgern, dass tatsächlich Phi ein Diffeomorphismus ist. Und damit ist der globale Umkehrsatz bewiesen. Ja, mit diesem globalen Umkehrsatz können wir dann die Polar-, Kugel- und Zylinderkoordinaten betrachten und nachweisen, dass es sich bei diesen Transformationen tatsächlich um Diffeomorphismen handelt. Und mit dieser Bemerkung sind wir am Ende dieses Lernvideos. Im nächsten Lernvideo werden wir die beiden Sätze und das eine Lemma, das wir in diesem Video nicht bewiesen haben, eben beweisen. Die Beweise sind ein bisschen länglich und deshalb sind die dieses Mal ausgelagert in ein extra Video. Bis zum nächsten Mal.